Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem heutigen Format Visite und ganz herzlichen Dank für die wieder zahlreichen Zuschriften an visite@qs24.tv. Und ich habe eine E-Mail herausgesucht von Udo. Udo ist 58 Jahre aus Hartberg in Österreich und sie schreiben, dass sie fragen möchten oder um Rat bitten bei einer sich schon in den letzten Jahren entwickelnden erektilen Dysfunktion. Ich habe in der Recherche nochmal mir die Zahlen angeschaut und es sind ja wirklich in Deutschland sind es fast 5 Millionen Männer, die an dieser erektilen Dysfunktion leiden. Und man sagt heute aufgrund dieser starken Potenzprobleme, ob sie nun physisch oder psychisch ihre Ursache finden, dass es fast die Hälfte aller Männer über 40 sind. Das ist schon nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und wir wissen natürlich, dass diese erektile Dysfunktion verschiedene Ursachen hat, dass sie natürlich schon im Großen zusammenhängt mit der nervalen, aber auch mit der zirkulären, mit der Durchblutung, dass sie in Verbindung natürlich auch mit einem hormonellen Gleichgewicht befindet und dass heute eine Menge von Dingen darauf Einfluss nehmen. Also das eine ist natürlich ein sogenannter nitrosativer Stress. Den kann man messen über den Urin und damit auch die Methylmalonsäure sehen, ob es ein ständiger Vitamin B12-Verlust war. Jetzt kommen wir an die Geschichte der Durchblutung. Arteriosklerose, die sich entwickelt aufgrund eines hohen Homozysteinwertes und gerade in einem kapillären Bereich, da wo die Gefäße sich natürlich minimalst verkleinern, kommt natürlich das immens zum Schwerpunkt. Woanders hat der Körper natürlich eine viel größere Toleranz. Es gibt eine Reihe von Präparaten, die auch auf die gleiche Entwicklung einhergehen, und zwar das Metformin beim Diabetes. Es ist sehr oft im Gespräch, dass den Vitamin B-Stoffwechsel auch blockiert. Damit ist vorprogrammiert, dass sich die Aminosäure Homocystein, die sich eigentlich zum Glutathion bzw. Cystein oder Methionin, beides hochwertige Aminosäuren, die verantwortlich sind auch für die Entgiftung, dermaßen dieser wichtige Stoffwechselweg blockiert wird, nur allein das B12. B12 ist auch verantwortlich für die Myelinscheiden der Nerven und für eine gute Erregungsübertragung im Rahmen des Nervenstoffwechsels. Das ist nicht alles. Es gibt auch eine Reihe von sogenannten Beta-Blockern, gerade in der Behandlung von erhöhtem Blutdruck. Das sind Dinge, die hier auch verantwortlich sind für eine erektile Dysfunktion. Unterschätzen Sie nicht die Funkbelastung. Damit zerstören Sie die Spermaaktivität. Damit haben sie auch Einfluss auf die neuronale Versorgung, gerade im Unterleibsbereich. Und ich finde es immer wieder erschreckend, gerade junge Leute, die so 12 Stunden oder noch länger gerade das Smartphone in ihrer Hosentasche tragen. Und wir müssen uns jetzt hier alle nicht wundern, warum wir von unserer Infertilität da auch uns langsam zurückentwickeln. Das sind nicht Dinge, die sind dahingesagt. Das sind heute wissenschaftliche Untersuchungen. Und wer sie nicht lesen will, wer nicht aufwachen will, der hat wirklich morgen Riesenprobleme. Und wir sollten im Rahmen unseres kollektiven Bewusstseins alle wirklich auf den Gebrauch von diesen Dingen maßregeln und minimieren. Das ist die große Frage der Ernährung. Natürlich spielt Ernährung hier eine unglaublich große Rolle, auch in der Frage der Stoffwechselversorgung, der mitochondrialen Energieversorgung, die durch eine Funkstrahlung natürlich die Mitochondrien wesentlich belastet werden. Auch die Spermaaktivität wird dadurch deutlich lahmgelegt, weil die Mitochondrien in dem Schwanz des Spermas eigentlich zerstört werden.
Es gibt eine Reihe von Nährstoffmängeln, die auch zu einer erektilen Dysfunktion führen. Und ich denke da nur an B-Vitamine. Ich denke da an die nicht gesunden Darm, der natürlich wesentlich auch für die Bereitstellung der B-Vitamine verantwortlich ist. Es gibt Nerven oder Psychopharmaka, die auch in ihrer Folge für eine erektile Dysfunktion sorgen, Antidepressiva. Es gibt natürlich auch operative Eingriffe, es gibt auch Verletzungen, es gibt auch Meridianblockaden, die mitverantwortlich sind, gerade über das große Konzeptionsgefäß und Gouverneursgefäß. Das geht einmal medial rum. Das ist eine Energieleitbahn, die wesentlich dadurch blockiert werden kann und damit energetisch sich das ganze System runterreguliert. Achten Sie auf Störfelder im Zahn-Kiefer-Bereich. Gerade die Frontzähne, vier oben, vier unten, sind gekoppelt an die Meridianversorgung für Blase, Unterleib, Hoden, Prostata. Das sind wichtige Dinge, oder? Es gibt das Finasterid, das ist ein Mittel im Proscar für eine Prostata-Hypertrophie, aber auch das Propecia bei Haarausfall. Die haben Einfluss ebenfalls auf die Entwicklung zu einer erektilen Dysfunktion. Also der Ursachen gibt's viel, aber die Frage ist natürlich, was mache ich, wie komme ich da weiter und was habe ich zu tun? Ich habe das Homocystein jetzt schon mehrmals angesprochen. Es gibt da wirklich auch eine sehr interessante Studienlage, die gemacht wurde, wo man sehen konnte bei Professor Sierens an dem Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein. Und man hat bei Männern, die unter dieser erektilen Dysfunktion litten, bei 87% dieser Männer einen erhöhten Homocysteinwert festgestellt. Und Homocystein, um das nochmal zu erklären, ist eine Aminosäure, die nur entsteht, wenn sie nicht weiter verstoffwechselt werden kann, weil dem Körper B12 fehlt, weil dem Körper Vitamin B9, das ist die Folsäure, fehlt und nicht genug Vitamin, aktives Vitamin B6. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem im Rahmen einer Substitution, das auszugleichen. Wenn Sie aber den Vitamin B12-Spiegel dann nochmal messen lassen, dann lassen Sie ihn bitte im Urin messen und messen Sie hier die Methylmalonsäure, weil daran sehen Sie, wie viel B12 bleibt der Zelle. Der Referenzbereich für Vitamin B12 im Blut ist einfach zu groß und zu weit, dass man schon allein im unteren Drittel meint, das ist ja im unteren Drittel, aber es ist ja noch im Referenzbereich, der muss im Blut wirklich ganz, ganz oben sein, damit ich überhaupt nur annähernd annehmen kann, dass die Zelle noch Vitamin B12 genug hat. Unglaublich wichtig. Wenn ich davon ausgehe, dass jeder Zweite, jeder Dritte heute schon über 60 Diabetiker ist und alle irgendwo Antidiabetika bekommen, aber der B12-Spiegel nicht im Blick ist, dann sind das Dinge, die sollten Sie jetzt aus der Eigenverantwortung wirklich dann auch ausgleichen und wirklich dringend tun. Es gibt das Homocysan von Heidelberger, aber es gibt viele, viele andere auch Dinge. Das muss man nachmessen. Und wenn die Resorptionsleistung, desto älter man wird, bildet man den Intrinsikfaktor im Magen nicht so gut. Und dann kann das B12 auch nicht so gut resorbiert werden. Da ist eine sublingual unter die Zunge Applikation von B12. Ich finde es immer am besten, dass man es spritzt oder auch natürliche Quellen von B12 nutzt. Über Escherichia coli wird auch B12 in unserem Darm produziert, aber ich sehe einfach, das reicht nicht aus. Deshalb ist es ganz gut, vielleicht auch subkutan einfach mal spritzen zu lassen. Medivitan ist eine Kombination zwischen dieser Folsäure und B12 und nimmt dann B6 aktiv dazu in oraler Form. Also da gibt es verschiedene Dinge. Erektile Dysfunktion, ganz wichtig. Die Hormonsynthese wird angekurbelt durch Sport. Also immer nur am Schreibtisch sitzen als IT-Mann oder sich nicht zu bewegen, das tut der gesamten Situation nicht gut und ist auch nicht natürlich.
Das heißt, das System will auch in der Durchblutung angeregt werden. Durchblutung ist immer besser, wenn der Körper auch die Pumpleistung erhöht und damit natürlich dem Leben auch signalisiert, ich brauche das. Wer sich nicht bewegt, wird einen schnelleren Abbau erfahren, als er glaubt und als er möchte. Deshalb appelliere ich immer daran, zu finden, was einem Spaß macht. Und ich dränge nie Menschen auf, irgendwas zu tun, was ihnen nicht Spaß macht. Aber manche wissen das auch gar nicht und müssen das ausprobieren, ob sie jetzt einfach einen Tanzkurs machen oder ob sie sich ein schönes Fahrrad kaufen oder ob sie, ich wollte gerade sagen, Schach spielen oder ob sie Volleyball spielen oder was auch immer oder einfach nur laufen oder einfach nur spazieren gehen. Es geht um Bewegung, es geht nicht um Verausgabung bis zum Letzten, aber ich glaube so 10.000 Schritte mindestens und die müssen sie nicht immer mit einer Uhr laufen, mit einem Schrittzähler vielleicht noch eher, aber bloß nicht mit einer Uhr, die noch mit dem Internet verbunden ist. Das ist ja einfach nur tödlich. Aber tun Sie es einfach, weil Sie es gerne tun. Das kann dem Gesamtprozess unglaublich wertvoll unterstützen. Das andere ist der Darm. Der Darm ist natürlich wesentlich davon auch abhängig oder der Darm ist in einer so großen Gesundheit, wie Sie mit sich und dem Leben umgehen. Der Darm ist natürlich immer der Spiegel auch einer gesunden und bewussten Ernährung. Aber davon hängt auch ab, wie gut mein Hormonsystem, wie gut das neuronale System, wie gut alles versorgt wird. Deshalb beginne ich eigentlich immer da, eine erektile Dysfunktion zu behandeln. Das sind natürlich auch ganz viele naturheilkundliche Anwendungen, die man machen kann. Ich kann da sehr empfehlen, zum Beispiel die Kryotherapie, die 110 Grad Kältekammer, das mal als Serie zu machen, circa 4 Minuten. Unglaublich wertvoll, wie es die Mitochondrialleistung eines Menschen erhöht. Das ist natürlich durch den Kältereiz ein unglaublicher Stimulus für eine erhöhte Energieleistung auf zellulärer Ebene, genauso wie dieses Intervalltraining Hyper- und Hypooxid, das IHHT. Aber es gibt auch andere Dinge, die Durchblutung verbessern. Es gibt natürliche Durchblutungsmittel wie das Thrombophlo, wie die Natokinase oder auch einfach wie das Padma Zirkosan, ein tibetanisches naturheilkundliches Mittel, was eine bessere Mikrozirkulation verbessert. Für uns ist es selbstverständlich, uns ein Bild über die Mikrozirkulation zu machen durch die Dunkelfeldmikroskopie. Wenn Sie jemanden in der Nähe haben, der Dunkelfeldmikroskopie macht, dann sollte das auch ein wichtiger Weg sein, um sich hier ein Bild zu machen über das innere Milieu des Menschen und damit natürlich auch Einfluss nimmt wesentlich eine Durchblutung und damit Mikrozirkulation zu verbessern. Mikrozirkulation ist was anderes wie, ich stelle fest, ob Sie eine gute Durchblutung haben und mach mal einen Ultraschall, ein Doppler-Ultraschall vielleicht von den Karotisgefäßen. Die Karotisgefäße sind wie eine 8-spurige Autobahn. Ob eine Prostata oder ein Hoden genug Blut bekommt im Sinne seiner dann auch Leistungsfähigkeit, oder ein Penis, das hat damit was zu tun, inwieweit die kleinen roten Blutkörperchen in der Lage sind, einzeln dort die Kapillare zu erreichen. Und da kann man allein durch das Wissen, was man aus einem Dunkelfeld nimmt, sehr wohl, sehr, sehr wohl hier wichtige Aussagen haben, um dann auch hier mikrozirkulatorisch einzugreifen. Es gibt eine Menge an heute Plastik. Es gibt unglaublich viel Plastikbelastung im Rahmen von Nanopartikeln. Es gibt unglaublich viel Phthalate, das sind Weichmacher. Und dieses Bisphenol A kann man wirklich mal messen, denn es wirkt als Xenohormon. Und damit auch wirklich im Rahmen dieser Problematik zu sehen, wie ist dann mein hormonelles Gleichgewicht
um auch hier Einfluss darauf zu nehmen und nicht in einen Östrogen-Overload zu gelangen. Es gibt Männer immer noch, die sehr gerne Milch trinken. Das finde ich absolut nicht gut. Die Milch oder die Milchen, wie man es nennen kann, sind heute ein Sammelsarium aus Tausenden von Rindern, die natürlich auch alle antibakteriell, antihormonell oder hormonell behandelt werden, damit sie eine hohe Milchleistung bringen. Das ist überhaupt nicht gut und das sollte man lassen. Also vermehrt Milch und damit auch vermehrt gleichzeitig Sojaprodukte aufzunehmen. Und was wir immer wieder sehen, es gibt nicht genug Omega-3. Das heißt, viele haben einen Überschuss an Omega-6, Arachidonsäure, sehr viel Fleisch, Wurst, aber nicht Omega-3. Und Omega-3 hat einen hohen Antiinflammationswert. Ist auch gut für die ganzen Zellmembranen und für unser Gehirn. Das sind Nervenboten und Baustoffe. Und dieses Omega-3 als Fettsäure, bitte denken Sie immer dran, in Form eines Öls, Omega-3-Öl. Aber auch Hochseefisch, Lachs, Makrele, Hering erhalten sehr viel Omega-3. Ich komme zurück auf das Homocystein nochmal. Das Homocystein ist auch ganz entscheidend bei Makuladegeneration oder eine schon mit im 20. Lebensjahr sehr, nicht häufig, häufig ist nicht der richtige Ausdruck, aber auftretende, angeborener Defekt, die CBI, das ist eine Störung im Rahmen des Cystathionin-B-Synthetase-Stoffwechsels für das Auge. Und dann steigt das Homocystein so hoch, dass man es sogar am Urin messen kann. Aber das ist alles wichtig. Also wenn Sie in Ihrem Leben sagen, Privatleistungen, der normale Check beim Hausarzt umfasst Blutbild, der umfasst einen Zucker, der umfasst einen Cholesterinwert, der umfasst vielleicht noch einen normalen Urin, pH-Wert, weiße Blutkörperchen, aber dann ist auch schon Schluss. Und das kann nicht eine Aussage sein, kannst du mir sagen, ob ich gesund bin, Doktor, sondern jetzt muss ich gucken, wie ist mein Vitamin D. Und vor allen Dingen, wie ist mein Homocystein? Das sind so Schlüsselwerte, wissen Sie? Und wenn man einen Schlüsselwert hat und der ist hoch, dann weiß ich, da stimmt was nicht mit B12, da stimmt was nicht mit B6, da stimmt auch was nicht mit der Folsäure. Und das ist bei der Irrelektin-Dysfunktion ganz, ganz entscheidend und wichtig und dazu bei vielen anderen Dingen auch, weil das ist ein Arteriosklerose-Faktor, nicht Cholesterin. Das wissen wir seit 20 Jahren. Und das ist wichtig, weil Makuladegeneration, Kurzsichtigkeit, Katarakt, das sind alles so Augenerkrankungen und die sind dann auf einmal da und dann ist eigentlich immer so guter Rat teuer und das Ganze beschränkt sich immer auf die Augen, aber die Augen sind doch nur das Opfer. Opfer will ich eigentlich nicht sagen, aber das muss man vorher erkennen und deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie Ihren Homocysteinwert zweimal im Jahr bitte bestimmen lassen. Das ist überhaupt kein großer finanzieller Einsatz, aber er ist entscheidend wichtig, um nicht später eine Durchblutungsstörung zu bekommen und nicht später eine irrelektive Dysfunktion zu bekommen und vor allen Dingen früher anzufangen, jetzt auch therapeutisch. Und therapeutisch anzufangen heißt natürlich, den Homocysteinwert zu verbessern. Das habe ich Ihnen gesagt, durch B6, B12 und Folsäure. Aber am Anfang sprach ich auch vom sogenannten nitrosativen Stress. Und da geht es um das Stickmonoxid. 1998 haben drei Wissenschaftler, unter anderem Furchtgott, dafür den Nobelpreis bekommen. Die Wirkung vom Stickmonoxid auf den menschlichen Organismus. Und man weiß, dass dieses Stickmonoxid in der Zelle wesentlich verantwortlich ist für die antibakterielle, antivirale Leistung in der Zelle, aber dass dieses Stickmonoxid auch den Gefäßwiderstand beeinflusst. Und wir haben sehr viel Erfahrung mit L-Arginin, das ist die Aminosäure, die jetzt wichtig ist.
in der Stickmonoxidproduktion. Und diese Aminosäure haben wir mit sehr hohen Dosierungen eigentlich damals schon die Menschen behandelt bei Bluthochdruck, was natürlich eine Gefäßentspannung dann macht. Aber auf der anderen Seite gibt man heute dieses L-Arginin in Verbindung mit einem Pinienextrakt. Das ist ein Extrakt von der Strandkiefer, ein Rindenextrakt aus der Strandkiefer. Und da ist mir aufgefallen, dass man dann mit dem L-Arginin nicht mehr in so hohe Dosierung muss. Das heißt, man nimmt in dem ersten Monat 1,7 Gramm. Und diese 1,7 Gramm bleiben, aber im zweiten Monat gibt man dieses Pinienextrakt zweimal dazu. Das sind ungefähr 40 Milligramm und oder insgesamt 80 und im dritten Monat dann dreimal 40, also 120 Milligramm von diesem Pycnuquinol oder auch ein anderes Pinienextrakt. Da gibt es ja unterschiedliche Hersteller mittlerweile. Das wäre mein Gedanke dazu. Ich bin ja jemand, der nicht jetzt eine irreaktive Dysfunktion behandelt, sondern immer bei mir hat die Diagnose ist der Patientenname. Aber trotzdem möchte ich es natürlich hier darauf beschränken und ich hoffe sehr, Ihnen zu verdeutlichen, dass die Dinge in Ihnen ihre Ursache finden und nur in Ihnen. Ob bewusst oder unbewusst, wir leben in einer Zeit, wo die Dinge sich natürlich zuspitzen. Ich habe das große Thema Stress nicht mit integriert. Ich habe auch nicht das große Thema Mikronährstoffe nicht mit integriert. Aber ich glaube, das waren vielleicht jetzt einige Dinge, die es einfach deutlich machen und es betrifft viel, viel mehr und vielleicht ist der eine oder andere auch sehr dankbar, dass wir das heute einfach mal besprechen durften. Meine Liebe gilt im Moment dem Hans Krupa und ich habe mir erlaubt, nochmal einen Text für Sie aufzuwählen und der heißt Nicht genug. Intelligenz ist nicht genug, wenn die Weisheit fehlt. Optimismus ist nicht genug, wenn die Kraft fehlt. Leben ist nicht genug, wenn der Zauber fehlt. Freundschaft ist nicht genug, wenn Vertrauen fehlt. Liebe ist nicht genug, wenn Mut fehlt. Ich bin nicht genug, wenn du fehlst. Und Visite ist nicht genug, wenn sie fehlen. In diesem Sinne eine ganz, ganz schöne Woche und ich freue mich sehr auf die nächste Visite-Sendung. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie mir visite@qs24.tv. Ich freue mich. Auf Wiedersehen.